Hallo Gerd, der erste Stress ist vorbei. Wie geht's dir? Es geht jetzt schon sehr gut, weil wir eigentlich jetzt schon so weit sind, dass wir zum Eröffnungsspiel Joskorit gegen Budweis kommen. Und damit haben wir den größten Teil der Eröffnungsfeier abgewickelt. Und ich bin mir sicher, dass wir das Eröffnungsspiel jetzt noch bravourös bewältigen, weil unser Team sehr gut gearbeitet hat und auch alles vorbereitet ist. Wer glaubst du gewinnt? Ich gehe davon aus, dass SV Joskorit gewinnt, weil wir Bock Reizen auch die Rieder sehr anfeuern. Sie stehen eine Woche vor der Meisterschaft und werden nächste Woche auch sicherlich souverän starten. Danke, Gerhard. Bitte, Gerhard. Und wie gefällt euch der neue Fußballplatz? Gut. Ist geil. Freitag schaffst du das erste Spiel? Ja. Haben wir schon gemacht. Habt ihr schon gehabt am neuen Fußballplatz? Ja. Und, habt ihr gewonnen? Nein, 6-6 haben wir gespielt. Naja, unentschieden ist ja auch nicht so schlimm, oder? Mhm. Und was spielst du? Verteidigung. Und du? Ein Tor. Bist du mal ein großer Regler, Markus, hä? Bei dem Spiel? Es ist schwer zu sagen, weil Budweis ist auch sicher eine gute Mannschaft und Ried, wissen wir, die haben ein wahnsinniges Tempo drauf. Ja, ich schätze, es wird auch knapp über die. Also ich schätze, dass das Ried kommt. Und wer wird Weltmeister? Das ist der Holland. Der Holland. Bist du öfters auf dem Platz? Oder kommst du jetzt öfter, seit der Platz neu ist? Schauen wir mal, wie es sich aussieht. Gefällt es dir? Ja, schon. Nummer 3, David Horreich. Nummer 6, Martin Gerschatzki. Und gefällt es dir am Fußballplatz? Ja. Spielst du Fußball? Und komm, dieses Jahr vielleicht auch. Eingreizen, oder? Ja. Und hast du irgendein Vorbild? Ja, schon. Hallo Erwin, du als ehemaliger Trainer von Bad Reizen. Was sagst du der neuen Arena? Ja, das ist ein Schmuckkastel, aber ein richtiger, fescher Fußballplatz. Nummer 20, Josef Laschkowka. Möchtest du jetzt gern wieder bei uns Trainer sein? Ja, eigentlich. Das ist richtig interessant mit so einem Platz. Thomas, glaubst du, wie wird Weltmeister? Tor Thomas Gieber. Bei Barcelona Nummer 20, Nummer 2, Martin Stocklaser. Nummer 14, Jan Regler. Nummer 3, Markus Schrabel. Nummer 10, Florian Mader. Nummer 8, Stefan Lexer. Wie gefällt dir dein eigener Fußballplatz und Tribüne? Ja, klasse. Nummer 13, Karin Iva. Nummer 25, Philipp Fussmann. Ja, ist richtig toll. Nummer 9, Martin Guyen. Und wer glaubst du, hat beim Fußballspiel? Wir, wer sonst? Und da gab es Gewinner? Los, korrekt. 2-1. Deutschland. So, jetzt sind wir am 1er Würstelgrille beim Kobus Thomas. Wie geht das Geschäft her? Schleppe. Liegt das an dir oder an die Gäste? Nein, das liegt nicht an mir. Das liegt an beziehungsweise ist ein bisschen schlecht verschüttet, dass da hätten in den mündlichen Rängen auch was zu messen gibt. Autogramm geguckt. War er nett? Ja. Und, wer glaubst du, bringt Ried oder Tschechien? Ich glaube Ried. Und wer glaubst du, bringt Deutschland oder Uruguay? Naja, da bin ich mir nicht sicher, das sind beide gut.
Hallo, wir haben die Übersicht in der Arena, das erste Mal muss ich tun. Also es war ziemlich heiß, muss ich sagen. Wir haben so lange warten müssen, bis das die alle fertig waren mit dem Reden. Zu viel Reden gehen. Wenn wir reden, die Ehrungen noch dazu. Das war traumhaft eigentlich. Hast du auch was gekriegt? Nein. Und wer glaubst du, wer gewinnt? Deutschland oder Uruguay? Ja, Deutschland. Und wer wird Weltmeister? Spanien. Danke, Hermann. Und, wie gefällt dir die neue Arena? Also echt super, super Anlage gekriegt. Super. Wer wird Weltmeister? Spanien. Passt, danke. Frau Regler, jetzt ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Was sagen Sie zu den Beinen von den Fußballspielern? Ja, Holland hat ganz schöne Beine. Holland hat ja nichts reißen, oder? Doch, Holland hat Weltmeister. Holland? Wo ist denn Holland? Glaubst du, wer gewinnt? Deutschland oder Uruguay? Ja, Deutschland. Und wer wird Weltmeister? Spanien. Christi, und wie gefällt der Fußballer heute? Ja. Fest. Ulle? Nein. Welche besonders? Österreicher natürlich. Du meinst jetzt nicht Tschechen, sondern Trainer? Jeder, ja. Wer glaubst du gewinnt? Ich vermute, ja vielleicht eh Trainer. Hoffst du, dass du einen Einsatz hast bei der Trainer heute? Ich hoffe, dass sie sich nicht wehren. Was, danke. So, Herr Bürgermeister, heute eine neue Eröffnung. Wie war's? Also ich muss sagen, das war eine tolle Eröffnung. Das Wetter hat perfekt mitgespielt und vor allem haben wir alle eine Riesenfreude, dass wir jetzt diese tolle Sportanlage öffnen können. Wir haben also mit dieser Sportanlage jetzt eine Infrastruktur für die Jugend geschaffen, die wirklich herzeigbar ist. Also ich bin überzeugt, dass da die Jugend in Zukunft eine große Freude bekommt. Ja, das glaube ich auch. Und jetzt noch eine ganz andere Frage. Wer gewinnt heute, Deutschland oder Uruguay? Ja, auf jeden Fall Deutschland. Da bin ich überzeugt, ich hätte eigentlich Deutschland als Weltmeister gerechnet gehabt, aber das wissen wir eh. Aber heute bitte. Danke. Hier beim Clubhaus unter der Überdachung ist der Mainhäuser schon eröffnet. Und hier gibt es auch dann das Spiel anzuschauen. Jetzt noch die Autogramme, wenn jemand etwas braucht. Und wie gesagt, der Mainhäuser eröffnet und hier kann man noch länger bleiben.